Training geht's mal links rum, mal rechts rum. Für den Reiter gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Richtung zu wechseln. Welcher Handwechsel sich wann eignet und wie häufig der Reiter tatsächlich die Richtung ändern sollte, erklärt Reitmeister Jean Bemelmans. Also grundsätzlich ist es einmal dazu da, um die Richtung zu wechseln. Aber von der anderen Seite ist natürlich so, dass jedes Pferd auf einer Hand anders geht als auf die andere Hand. Und deswegen probiert man immer wieder mal zu sehen, wie geht das rechts rum, dann gehen wir mal wieder links rum und versuchen auf beiden Seiten immer die gleiche Anlehnung hinzukriegen. Es kommt immer darauf an, in welchem Stadium man ist. Ist man in der Lösungsphase mit dem jungen Pferd oder ist man später mit einem älteren Pferd, was schon ausgebildet ist, und dann reitet man wesentlich präziser diesen ganzen Handwechsel. Gerade das junge Pferd wird mehr auf mich konzentriert. Wenn ich immer nur geradeaus reite, wird es ihm langweilig und dann fängt er an, irgendwie eigene Überlegungen anzustellen. Dabei wendet der Reiter sein junges Pferd vermehrt am inneren Zügel, so der Reitmeister. Und später im Laufe der Ausbildung, wenn das Pferd gerade gerichtet ist und die Anlehnung auf beiden Zügel stimmt, dann wendet man mehr mit dem äußeren Zügel, weil man wechselt ja von dem einen inneren Hinterbein links rum, wenn man rechts rum reitet, auf den inneren Hinterbein rechts, dass da der innere Zügel nicht der Bremser ist. Ja, wenn man durch die ganze Bahn wechselt, sollte man einfach darauf achten, dass das Pferd im richtigen Augenblick umgestellt wird. Also wenn ich von der rechten Hand komme und gehe auf der Diagonale, dann denke ich einfach rechts rum. Und gut ist es, wenn man immer so, sich so ein bisschen auf das innere Auge konzentriert. Ja? Wenn man von oben, man beobachtet von oben immer so ein bisschen sein Pferd und man guckt so auf den Hals und dann sieht man so ein bisschen so Tendenz, das innere Auge. Und wenn ich ihn umstelle, dann gehe ich auch so ein bisschen in der Umstellung mit und gucke so ein bisschen, wo ist das innere linke Auge, wenn ich links rum reite. Und das ist schon mal so eine gute Hilfengebung, dass der Reiter in dem Moment nicht nur im Trab vom richtigen Bein umsitzt, ja, aber genauso, dass er mit dem Oberkörper auch immer so ein bisschen mit dieser Handwechsel mitgeht. Also was ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man in diese ganze Arbeit mit Anspannung und Entspannungsphasen arbeitet, mit dem Pferd und auch mit der Konzentration. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass wir zum Beispiel das mal so gemacht haben, dass wir an der kurzen Seite das Pferd ganz konzentriert in Haltung reiten und dann gehen wir mal über die Diagonale und dann lassen wir das Pferd einfach mal ein bisschen Freiheit haben und testen, ob er wirklich das Gebiss feucht. Ja? Normalerweise, wenn ich gut reite und ich habe ihn hinten dran, dann müsste der Zügel zum Stock werden können, womit ich die Nase meines Pferdes dahin dirigieren kann, wo ich sie haben will. Wenn ich durch die Länge der Bahn wechsle, dann ist es wesentlich schwieriger, weil die wird ja ziemlich lang, diese Mittellinie. Da kann er auch so ein bisschen bremsen und das gleiche ich immer mit Vorwärtsreiten, gleiche ich das so ein bisschen aus. Ja? Und da muss man auch ein bisschen fühlen, wann ist der richtige Moment, ihn auch da umzustellen. Das muss nicht unbedingt bei X sein, das kommt immer darauf an, wie losgelassen das Pferd ist. Später ist es eine super Übung, wenn ich das Pferd wirklich an den Hilfen stehen habe und er ist weiter ausgebildet, wenn ich über die Mittellinie gehen kann und kann ihn ganz korrekt bis X in einer Linksstellung reiten, wechsel auf die Richtung nach rechts und habe eine korrekte Rechtsstellung. Und wenn ich da noch ganz, ganz gut bin und spiele ein bisschen mit den Mähnenkamm, dass der Mähnenkamm sich so ein bisschen nach links knicken lässt, und in dem Moment, wo ich nach rechts wechsle und der Mähnenkamm so ein bisschen nach rechts knickt, ich denke, dann kann ich es optimal machen. Wenn ich jetzt von einem Zirkel links rum plötzlich rechts rum wende und das Pferd bricht nach außen aus, dann soll man das zur Korrektur, kann man immer ein bisschen verstärkt über den äußeren Zügel gehen, sodass man über die Außenstellung die Hinterhand auch unter dem Schwerpunkt hält und das Pferd nicht so nach außen ausweichen lässt. Und dann muss man einfach mitspielen. Ich meine, das muss alles möglich sein. Es gibt nicht nur eine Sache, wo man sagt, in diese Schablone muss er immer laufen, dann wird er nämlich steif, sondern es ist ja eine Gymnastizierung des Pferdes und deswegen muss er ja auch mal in Außenstellung gehen können, er muss in Innenstellung gehen können und das muss einfach ganz einfach von links nach rechts funktionieren, ohne Schwierigkeiten.